Ich dachte, du hast einen Plan wegen des Laptops. Solange er nicht entsperrt ist, kommen wir nicht weiter. Da versuchen wir mal dafür zu sorgen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Heat. Genau, was machen wir denn heute? Wieder ein bisschen Tagrennen. Wir brauchen wieder ein bisschen, würde ich sagen, Geld. So. So. Haben wir noch ein paar Sachen. Haben wir noch irgendwas Storymäßiges gerade dort? Hier unten hätten wir was. Ist das ein Drift oder was? Racing Story. Nein, ist es nicht. Kein Drift. Gut, dann nehmen wir das mit. Da. Dann fahren wir das da unten. Er steckt in Schwierigkeiten? Nix. Danke, dass du den Wagen geholt hast. Das ging echt schnell. Ist es was Ernstes? Hör zu. Ich hole mir gerade Hilfe wegen eines Laptops. Wenn mein Kontakt so gut ist, wie sie behauptet, wirst du bald alles erfahren. Na gut. Gucken wir mal, was sich jetzt im Laufe der Story noch weiter erwartet. Willst du dir ein nettes Upgrade verdienen? Dann komm zu unserem Rennen und kämpf um eins. Machen wir. Aber davor erstmal die Dings mitnehmen. Das Graffiti hier mitnehmen. So. Da hinten ist doch ein Aufbruchrennen, das machen wir danach aber. Aber erstmal mal hier. Hafendüfter? Doch ein Racing, sorry. Ja. Ich weiß. Warte, machen wir das anders. Ist das ein Düfter? Das ist ein. Das ist ein Racing, ein Racer, ne? Nehmen wir den. Können wir noch abbrechen. Der Hafendüfter. Tatsächlich doch ein Düfter. Scheiße. Dann muss ich immer Live-Tuning in die Wagen, bis er mich dann auf Drift. Wie lange bist du schon in der Stadt? Ein paar Jahre. Ich habe früher in Aspen gelebt. Bist du da auch gefahren? Ja. Allerdings Snowboard. Slopestyle. Bis mein Knie nicht mehr mitgemacht hat. Oh, scheiße. Naja, ich fahre hier zwar keine Kurven im Schnee, aber es ist verdammt nah dran. Vor allem seitdem du mich so antreibst. Hm. Das klingt, als wäre das hier ein Wettkampf zwischen uns. Welches ist das oder? Bieg hier rechts ab. Bieg rechts ab. Wir sind da. Nimm die nächste links. Mhm. Dieser Kurs zeigt vielen Fahrern ihre Grenzen auf. Bin gespannt, ob das auch für dich gilt. Ja, es ist ein Drift, weil. Ah, super. 45.000. Ja, ich hätte fast sinken können. Zeig mal, ob du dem Druck standhältst. Sieht so voll aus. Jetzt müssen wir es versuchen irgendwie. Thank you.
Okay, und was hast du noch drauf? Schauen wir mal, ob wir das irgendwie hinkriegen. Ich kann tatsächlich das Auto noch wechseln. Bisher sieht's noch ganz gut aus. Du meinst es echt ernst, hä? Ja. So, erste Runde rum, knapp die Hälfte haben wir. Das reicht nicht mehr, um mich zu beeindrucken. Aber das kriegen wir hin. 45.000 ist ja nicht das Problem. Wir brauchen noch 14.000. Haben es doch außerdem schon hingekriegt. Obwohl das Auto kein Drift-Auto ist. So, letzte Runde. Dein Lauf ist nahezu perfekt. So. Das reicht, um das Ding zu ownen. Perfekt. Verdammt, du hast mir gerade eine Lektion erteilt. Ich glaube, wir müssen mal was Neues versuchen. So, haben wir geschafft. So, Hafen dürfte abgeschlossen. Perfekt. Super. Gut, dann haben wir den auch weg, die Story. Was ist hier unten? Kampagnenmission. Schön, dann nehmen wir die direkt mit. Wenn wir schon mal hier sind. Hochladen. Was willst du denn hier? Deine Hilfe. Hey, halt mich aus deinem Scheiß raus. Sämtliche Cops der Stadt suchen nach euch.
Ja, weil wir sie nämlich auffliegen lassen können. Wir haben einen Laptop voller Beweise, die Mercer das Genick brechen werden. Er ist nur leider passwortgeschützt. Ist das alles? Sekunde. Ich hab dir eine Datei geschickt. Halt dein Smartphone an den Laptop, dann sollte er in ein paar Minuten entsperrt sein. Wow. Danke. Sorg einfach dafür, dass es klappt. Wenn diese Cops auffliegen, tut ihr uns allen einen Gefallen. Und jetzt verschwinde. Wie sieht's aus? Ich schick dir eine Software, die den Laptop freischaltet. Halt einfach dein Smartphone daneben, dann müsste der Rest automatisch gehen. Okay, geht klar. Ich bin unterwegs zu dir. Sollte bald da sein. Bist auf laut. Hier passiert... Hier läuft ein Programm namens PD Hardware Tracker. Ist das eins von dein? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Achtung an alle Einheiten. 315. Wir haben den Standort der Verdächtigen im Fall des Angriffs auf Lieutenant Mercer. Begeben Sie sich unverzüglich in den nördlichen Teil von Clownbank. Lass ihn hier! Nein! Planänderung! Wir fahren mit dem Laptop los und mailen der Presse die Dateien von unterwegs. Triff dich bei der alten Mall mit uns. An alle Einheiten. Verdächtiges Fahrzeug ist ein roter Porsche, unterwegs in südlicher Richtung von Clownbank nach Edgewood Valley. Verstanden, Zentrale. Ich häng mich dran. Alles klar, ich nehme die Verfolgung auf. Jackson, Warren, sind Sie das? Ich mache die Taskforce scheint ins Tageslicht. Ich schieb eine Extraschicht, um diese Arschlöcher... Ja, Sie haben uns gefunden. Halt den Wagen ruhig! Sieh unter Dokumente nach! Ich hab's nicht so mit Computern, okay? Die wollen uns umbringen! Oh, dachtest du, Mercers Leute spielen fair? Uns bleiben nur noch Sekunden! Die machen uns fertig! Dann schauen wir mal. Ich kann sie nicht ewig aufhalten. Wir schaffen das nicht allein. Komm sofort her. Bin doch schon unterwegs. Genau das hatte ich nicht gemeint. Du musst verhindern, dass uns diese Kopf von der Straße rammen. Mach ich. Lucas, wie sieht's aus? Die E-Mail-Adresse des Senders habe ich. Jetzt brauche ich nur noch ein paar Dateien, die Mercer belasten. Beeil dich! Uhu! Ich hab's! Akten über beschlagnahmte Autos, Zulassungen, Ausweise, Bußgelder. Und alles mit Mercers Namen drauf. Abschicken! Ich häng den ganzen Ordner an. Das hier ist von Frank Mercer. Fahren wir zurück zum Westen und nähern uns Blackwood Hall. Wir brauchen dich hier! Das Zielfahrzeug ist jetzt unterwegs in westlicher Richtung und nähert sich. Wie sieht's aus? Der Upload läuft! Achte auf die Straße! Scheiße! Also bisher hält sich der Schaden in Grenzen. Er darf aber nicht mehr quälen. 21, wie lautet Ihre aktuelle QTH? Ah, verdammt, ich bin nicht so eine Aktion. Verschaff uns etwas Zeit, dem Wagen geht's gut. War dein letzter Fehler. Lässt du uns etwa hängen? Lucas? Hab's gleich. Fahren jetzt Richtung Westen und nähern uns von Taylor Hills. Verstanden. Ich glaube, das Getriebe ist hin. Kann so ein Upload nicht dauern. Das Signal ist schwach, okay? Uns geht's gut. Die müssen sich schon mehr anstrengen. So, der ist weg. Sind bei 99%. Oh, immer noch bei 99%. Langsam wird's eng. Komm zurück, dann sind wir erledigt. Das hier ist von Frank Mercer.
nicht gut aus. Ja, ist klar, fehlgeschlagen, leck mich doch, ey. Zulassungen, Ausweise, Bußgelder und alles mit Mörsers Namen drauf. Schicken! Ich hänge den ganzen Ordner an. Fahren jetzt Richtung Westen und nähern uns Blackwood High. So, den müssen wir jetzt erstmal um. Wie sieht's aus? Der Upload läuft! Achte auf die Straße! So, der eine schon mal raus. Ich muss gerade mal wieder ran. 50 Heutige Top-Story. Eine Schande für die Polizei. Hochrangiger Beamter auf der Flucht. Lieutenant Frank Mercer, Leiter der stark umstrittenen High-Speed Task Force, ist nach seiner Suspendierung infolge von Korruptionsvorwürfen verschwunden. Diese erfolgte aufgrund brisanter Dokumente, die dem WFFL News Team exklusiv zugespielt wurden. Obwohl die Polizei nicht näher auf die Vorwürfe eingehen wollte, beziehen sich die bereits genannten Dokumente offensichtlich auf Erpressung und Diebstahl in der Street-Racing-Szene, gegen die Mercer eigentlich vorgehen sollte. Das Department erklärte lediglich,
Lieutenant Mercer weiß von seiner Suspendierung und wir legen ihm dringend nahe, uns bei den Ermittlungen zu unterstützen. Und außerdem... Aussieht, ist Mercer noch auf der Flucht. Also sei vorsichtig, okay? Er könnte überall sein. Okay. Dann machen wir hier mal Feierabend.